An diesem Ort wurden am 16. August 2018 vier Leichen gefunden. Eine Mutter und ihre drei Kinder. Der Ehemann und der Vater dieser drei Kinder befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Untersuchungshaft. Er wird gestehen, seine Familie ermordet zu haben. Sein Name ist Chris Watts. This child does not sit still ever. Look at this. Bella, say hi. Bella, say hi. And I really love the fact that I, careful, Cece, there's a table there. Child. Die Gründe für die Morde sind kaum greifbar und in einem YouTube-Video kaum zu erfassen. Ich werde trotzdem versuchen, einen Einblick zu geben. Dabei werde ich zeitlich chronologisch vorgehen und so Stück für Stück diesen Fall aufarbeiten, mit allen mir zur Verfügung stehenden Informationen. 2010 ging es Jeanne Rusuczek sehr schlecht. Sie hatte eine längere Zeit des Kämpfens hinter sich, hatte sich getrennt und ein Haus gebaut, allein. Plötzlich aber ging es körperlich bergab und es ging ihr immer schlechter. Schließlich bekam sie die Diagnose Lupus, eine Autoimmunerkrankung, bei der es zu den verschiedensten Symptomen kommen kann. Häufig sind allgemeines Unwohlsein, Gelenkschmerzen, Hautveränderungen, Nierenschäden, Schäden am zentralen Nervensystem oder diverse Entzündungen. Zu eben dieser Zeit lernte sie Christopher Watts kennen. I was diagnosed 2 months later and I went through one of the, I would say, darkest times of my life because things just got scarier, worse. I thought my life was crumbling underneath me and I didn't know which way to turn. I didn't have a lot of friends at the time because a lot of my friends, the friends I did have, I lost because they didn't understand that I looked perfectly fine and I felt horribly inside. And I got a friend request from Chris. I was in a really, really, really bad place. And I got a friend request from Chris on Facebook and I was like, oh, what the heck, I'm never gonna meet him. Except, well, one thing led to another and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado and he's the best thing that has ever happened to me. In 2012 haben die beiden geheiratet. Interessanterweise waren Chris' Eltern bei der Hochzeit nicht anwesend. Seine Mutter wird später sagen, sie und Jeanne hätten sich nicht gut verstanden, darum blieb sie der Hochzeit fern. Chris und Jeanne zogen nach Frederick im US-Bundesstaat Colorado. Am 17. Dezember 2013 wurde die erste Tochter, Bella, geboren. Und am 17. Juli 2015 kam Celeste, genannt Cici, zur Welt. Die Familienplanung lief also trotz Jeannes Krankheit richtig gut. Nur finanziell gab es immer größere Probleme. Im Juni 2015 musste das Paar die Insolvenz anmelden. Gemeinsam verdienten die beiden etwa $4.900 pro Monat. Das klingt zunächst nach viel Geld, aber für das Haus und die Autos alleine betrugen die monatlichen Kosten bereits $3.600. Vom Rest mussten dann noch die Gesundheitskosten für Jeanne und die Kinder bezahlt werden, die Allergien hatten, die tägliche Versorgung für 4 Personen und so weiter. Sie konnten sich diesen Lebensstil nicht mehr leisten. 6 Monate vor der Insolvenz hatte Chris begonnen, für Anadarko zu arbeiten, eine Ölfirma mit Ölfeldern in Colorado. Jeanne
arbeitete zu dieser Zeit im Callcenter eines Kinderkrankenhauses. Ein Jahr nach der Insolvenz begann sie, für Level zu arbeiten, ein Vertrieb für Gesundheitsprodukte wie Vitaminpflaster oder Shakes. Sie stieg in der Hierarchie schnell auf und verdiente bald um die $80.000 pro Jahr. Die finanziellen Sorgen der Familie wogen nun weniger schwer, haben sie aber weiterhin begleitet. Am 11. Juni 2018 überrascht Shanann Chris mit der Nachricht, dass sie erneut ein Kind erwartet. Diesen Moment hat sie für ihre Follower auf Facebook festgehalten. We did it again. I like that shirt. Really? Really. That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Am 17. Juni ist Vatertag und Bella hat dafür ein Lied einstudiert, das sie ihrer Mutter am 14. Juni im Auto vorsingt. My daddy is a hero. He helps me. Am gleichen Tag speichert Chris in seinem Handy eine neue Nummer ein. Sie gehört einer Arbeitskollegin, Nicole Kessinger. Irgendwann um den 17. Juni 2018 herum erzählt Chris Nicole, dass er verheiratet ist und Kinder hat. Er behauptet aber, dass er sich gerade von ihr trennt. Zumindest erzählt Kessinger das später der Polizei. Shanann postet an diesem Tag einen Status auf Facebook, in dem sie schreibt: Chris, wir sind so unglaublich gesegnet, dich zu haben. Jeden Tag tust du so viel für uns und kümmerst dich um uns. Du bist der Grund, warum ich mutig genug für Nummer 3 war. Du bist unglaublich und wir haben großes Glück, dich in unserem Leben zu haben. Am 19. Juni 2018 hat Shanann den ersten Ultraschalltermin. Chris kann nicht dabei sein, deshalb sendet sie ihm das Bild zu. Seine Antwort darauf lautet: Kleine Erdnuss, liebe sie ihn schon jetzt. Vom 22. Juni bis zum 26. Juni fahren Shanann und Chris nach San Diego. Der Trip wurde gesponsert von Shanans Arbeitgeber, Thrive Level. Während dieser 4 Tage passt Shanans Vater auf die beiden Mädchen auf. Ab dem 27. Juni 2018 befindet sich Shanann mit ihren 2 Kindern für mehrere Wochen in North Carolina, wo sie ihre Eltern besuchen. Chris bleibt vorerst zu Hause, kümmert sich um den Hund Dieter und arbeitet. Außerdem nutzt er die familienfreie Zeit, um sich mehr mit Nicole Kessinger anzufreunden.
Für den 4. Juli ist belegt, dass Nicole das erste Mal in Chris' Haus war. Sie behauptete, um Chris' Diätplan, seine Gewichtsabnahme und seine Trainingsziele zu besprechen. Er habe sie eingeladen, etwas zu Mittag gekocht, sie hätten gegessen und dann sei sie gegangen. Chris' Version dieses Tages klingt doch etwas anders. Er sagt Folgendes aus. Am Morgen des 4. Juli ist er bei Nicole zu Hause aufgewacht und hatte mehrere vermisste Anrufe seiner Frau auf dem Handy. Er sagt, dass er nach Hause gehen muss für den Fall, dass seine Frau ihn anruft. Nicole ist laut Chris daraufhin wütend geworden, weil sie realisiert hat, dass sie immer die andere Frau sein wird und Shanann an erster Stelle steht. Chris erzählt, dass Nicole ihn eigentlich für längere Zeit nicht sehen wollte. Sie hat ihn aber am gleichen Tag doch wieder zu sich eingeladen. Am 7. Juli telefonieren die beiden das erste Mal miteinander. Das folgende Geschehen kann leicht als kleine unglückliche Episode abgetan werden. Es gibt aber tiefe Einblicke in die innerfamiliären Zerwürfnisse und Antipathien. Nicht zuletzt hat Chris Watts selber ausgesagt, dieser Vorfall habe ihn zutiefst beeinflusst. Was ist geschehen? Während des Aufenthalts von Shanann, Bella und Cece in North Carolina besuchen sie auch Chris' Eltern. Um das Folgende zu verstehen, muss man wissen, dass Cece, die jüngere der beiden Mädchen, sehr allergisch auf mehrere Nussarten war. Welche Nüsse genau das waren, ist nicht ganz klar. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Klar ist aber, dass Shanann sehr offen mit dieser Allergie umging, auch in den sozialen Medien. Auf Facebook findet sich am 9. Juli der folgende Eintrag, in dem Shanann vom Nussvorfall berichtet. Ich muss mich abreagieren bei Leuten, die es verstehen. Meine 2,5-Jährige reagiert schwer anaphylaktisch auf die meisten Nussarten und wir besuchen die Schwiegereltern. Ich habe ausdrücklich gesagt, es dürfen keine im Haus sein, wenn wir kommen. Meine Schwiegermutter sagte, sie kaufen sie nicht. Ich habe speziell die Sorten erwähnt, auf die sie tödlich anaphylaktisch reagiert. Wir kommen an und im unteren Regal der Kücheninsel war eine große Tüte Pistazien. Habe ich sofort entfernt. Heute gibt sie ihrer anderen Enkeltochter Eiscreme mit Nüssen darin, vor und neben meinem 2,5 Jahre alten Kind, das sie nicht haben darf. Ich sagte, dass ich das nicht schätze und habe meine Tochter weggebracht. Ihre Antwort war, sie muss lernen, dass sie nicht immer haben kann, was sie möchte. Ich bin mehr als wütend und sie sagt mir, ich übertreibe, aber das Leben meines Kindes ist in Gefahr. Es folgten mehrere Telefonanrufe. Shanann verlangte von Chris, mit seiner Mutter zu sprechen. Das tat er auch und ihm gab seine Mutter die gleiche Antwort wie Shanann. Sie kann nicht immer haben, was sie möchte. Shanann war kaum mehr zu bremsen und diskutierte öffentlich auf Facebook das Fehlverhalten ihrer Schwiegermutter, warf ihr vor, ihre kleine Tochter zu hänseln und ihr Leben in Gefahr zu bringen. Sie verlangte von Chris, nicht mehr mit seinen Eltern zu sprechen, was er auch bis zum 6. August 2018 tat. Er sagt später, es fühlte sich an, als hätte er seine Eltern verloren. Nachdem die Watts von den Facebook-Diskussionen erfahren hatten, weigerten sie sich, auf Cecys Geburtstagsfeier ein paar Tage später zu erscheinen. Sie sagten auch, sie wären nicht sicher, ob sie Shanann jemals verzeihen könnten. Dieser ganze Vorfall hat also tiefste Gräben in der Familie hinterlassen und besonders für Chris war die ganze Geschichte sehr aufwühlend. Er stand zwischen zwei Parteien, die er beide liebte.
Schlussendlich aber wurde er wütend auf Shanann, weil sie ihn von seiner Familie fernhalten wollte. Während sich also in Shanann's und Chris' Ehe Spannungen zeigen, vertieft sich seine Beziehung zu Nicole Kessinger. Am 14. Juli besuchen die beiden die Shelby American Collection, ein Automuseum in Colorado. Shanann versucht zur gleichen Zeit viermal ihren Mann anzurufen. Die Anrufe bleiben unbeantwortet. Chris hat auf seinem Handy eine Taschenrechner-App, die, wenn sie aktiviert wird, recht wenig mit Arithmetik zu tun hat. Es ist eine versteckte Speicherdatei, in der Chris die Bilder von Nicole und von ihren Unternehmungen speichert. Am 18. Juli speichert er Bilder ab, die verdeutlichen, wie weit die Beziehung von Chris und Nicole schon gediehen ist. Und wir können wohl davon ausgehen, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um eine körperliche Beziehung handelt. Da diese Fotos öffentlich im Internet zugänglich sind, habe ich entschieden, sie ebenfalls zu zeigen. So gehen die Tage dahin. Shanann ist mit den Kindern bei ihren Eltern und Chris verbringt immer mehr Zeit mit Nicole. Am Wochenende vom 28. auf den 29. Juli besuchen die beiden den Great Sand Dunes National Park. Die Nacht verbringen sie in einem Camp in der Nähe. Carve it up. Thank you so much for coming out here with me, Christopher. I'm having a wonderful time. You mean a lot to me, and I'm glad that you're having a blast. I am so out of breath. Bevor er zu seiner Familie nach North Carolina fliegt, um auch eine Woche bei seinen Eltern und Schwiegereltern zu verbringen, gibt er Nicole einen Liebesbrief. Er schreibt zum Beispiel: Wenn ich bei dir bin, kann ich Frieden spüren. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren. Du hebst mich auf andere Ebenen. Du bringst mich zurück auf den Boden. Außerdem schreibt er: Nikki, wow, wo soll ich anfangen? Am ersten Tag, als ich dich sah, hast du mir den Atem geraubt. Als ich das erste Mal den Mut hatte, dich anzusprechen, habe ich mich in diesen überwältigenden grünen Augen verloren. Als wir das erste Mal im Park waren, wusste ich, ich bin süchtig. Als wir uns das erste Mal küssten, wusste ich, ich habe die aufregendste, einzigartigste und elektrisierendste Frau aller Zeiten getroffen. Wir haben viele erste Male zusammen, Nikki, und ich möchte sie weiterhin mit dir haben. In Liebe, Chris. Diese ersten Male beziehen sich wohl darauf, dass Nicole Befürchtungen hatte. Chris hatte alle wichtigen Stationen des Lebens bereits mit einer anderen Frau erlebt. Hochzeit, Haus kaufen, Kinder. Sie wollte anscheinend diejenige sein, die ihm einen Sohn schenkt, den ersten Sohn. Mit diesem Brief möchte Chris Nicoles Befürchtungen mildern. Am 31. Juli fliegt Chris nach North Carolina, um sich mit seiner Familie zu vereinen. Das Wiedersehen der Eheleute war aber recht kühl. Das wird belegt durch eine Handynachricht, die Shanann an Chris schrieb
und später an eine Freundin weiterleitete. Die Nachricht stammt vom 4. August und lautet folgendermaßen: Die Wahrheit kam letzte Nacht heraus. Ich habe keinen Keil zwischen dich und deinen Vater getrieben. Das haben deine Mutter und dein Vater getan. Und ich werde nichts ändern. Das Leben meiner Tochter ist wichtiger. Und du glaubst mir besser. Ich wollte viel mehr sagen, als ich gesagt habe. Aber ich war die größere Person und habe Bella beschützt. Ich habe deinem Vater nicht gesagt, dass er nicht zur Party kommen soll. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll an ihrem Geburtstag keine SMS schreiben oder deine Tochter anrufen. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll sich so verhalten, als hätte er nur 2 statt 4 Enkelkinder. Ich habe deine Familie nicht auf Facebook blockiert. Er hat es getan. Ich und deine Kinder haben ihnen nichts zu sagen. Sie schon. Sie schulden deinen Kindern ihr Leben. Das Haus deiner Eltern ist keine sichere Zone. Deine Mutter ist nicht sicher. Du kannst dir von ihnen sagen lassen, was du willst, aber ich habe niemandem gesagt, er soll aufhören, deine Kinder zu lieben oder sich nicht mehr so zu verhalten. Er hat mir das angetan. Du kannst gerne glauben, dass ich den Keil erschaffen habe, aber das habe ich nicht getan. Ich bin für unsere Kinder eingetreten. Ich habe für unsere Kinder gesprochen und sie beschützt. Ich will nie hören, tut mir leid, dass ich dein Kind getötet habe, weil ich dumm war. Das würde mich umbringen. Diese Kinder sind meine Welt und ich muss sie vor dem Bösen der Welt schützen. Ich sollte sie nicht vor der bösen Familie schützen müssen. Unsere Kinder verdienen die gleiche Liebe und Aufmerksamkeit wie die anderen Kinder, nicht weniger. Ich akzeptiere kein »Es tut mir leid« von deiner Mutter, weil sie es nicht so meint und sie wusste, was sie tat. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass man es nicht in der Nähe von Celeste essen soll, weil sie es nicht versteht, bevor das alles passiert ist. Sie ist böse und bereit, das Leben deiner Töchter zu riskieren, nur um mich aufzuwühlen. Du und dein Vater seid nicht anders, wenn ihr mit ihrem Verhalten einverstanden seid. Es ist nichts falsch mit mir und ich bin nicht verrückt. Ich liebe meine Kinder einfach viel zu sehr. Von dem Tag an, an dem ich gegangen bin, hast du nie gesagt, dass du mich vermisst, bevor ich es gesagt habe. Als ich ging, änderte sich etwas. Vielleicht bist du alleine glücklicher. Diese Schwangerschaft, du hast sie nicht anerkannt oder nicht anerkannt, wie ich mich fühle. Das erste Trimester ist das beängstigendste und gefährlichste, aber wir können dieses Baby jederzeit bis zur Entbindung verlieren. Ich werde mich nicht so behandeln lassen, nur weil ich die Eier habe, unsere Familie und Kinder zu schützen. Ich sollte eine Goldmedaille bekommen, weil ich so damit umgehe, wie ich es getan habe. Ich hätte ihr und deinem Vater einiges sagen können für seine Dummheit. Niemand stellt sich deiner Mutter und deinem Vater entgegen. Er ist genauso schuldig, wenn er nichts tut. Ich habe nichts damit zu tun, dass er aufhört, Erinnerungen an seine Enkelkinder zu teilen. Was hat das mit mir zu tun? Sie spielen mit den Gefühlen unserer Kinder und das ist mir nicht recht. Ich bin ihre Mutter und ich werde sie beschützen. Ich habe genug Sorgen um die Welt da draußen. Ich werde mir keine Sorgen um die Familie machen. Ich werde es einfach beseitigen. Ihrer Freundin sagt Janine, Chris habe auf diese lange Nachricht nur geantwortet, dass er seine Kinder liebe. Auch erfahren wir, dass die Schwiegereltern seit dem Nussvorfall vor 4 Wochen keinen Kontakt zu den Enkeln gesucht hätten. Auch zu Sisis Geburtstag gab es keine Nachricht. 2600 Kilometer entfernt sucht Nicole Kessinger im Internet nach Hochzeitskleidern. Drei Tage später berichtet Janine ihre Ängste einer Freundin. Sie schreibt, Chris sagt, er hat schreckliche Angst wegen des dritten Babys. Sie meint, Chris hätte sich verändert und sie seit Tagen nicht angerührt oder mit ihr gesprochen. Auch im Laufe der nächsten Tage verhält Chris sich Janine gegenüber zunehmend kalt und abweisend. Janine geht es zunehmend schlechter. Sie schläft seit Tagen kaum noch und ihre einzige Erklärung für Chris' Verhalten ist eine andere Frau. Das traut sie ihm aber eigentlich nicht zu.
Mittlerweile ist die Familie aus North Carolina zurück nach Hause geflogen. Aber Shanann muss gleich weiter und am 9. August fliegt sie mit ihrer Freundin Nicole für eine Geschäftsreise übers Wochenende nach Arizona. Vor der Abreise teilt sie einer anderen Freundin mit, dass sie mit Chris ein gutes Gespräch hatte und er wieder mehr er selbst sei. Chris aber nutzt die Shanann freie Zeit, heuert einen Babysitter für seine Kinder an und geht am 11. August mit Nicole zu Abendessen. Am 13. August 2018 um 1.48 Uhr morgens kehrt Shanann aus Arizona zurück. Ihre Freundin Nicole setzt sie zu Hause ab und wartet noch, bis Shanann im Haus ist. Dies sind die letzten Aufnahmen, die Shanann lebend zeigen. Chris sagt später aus, er habe geschlafen, als sie kam. Sie hat ihn aber geweckt und sie hätten miteinander geschlafen, auf ihre Initiative hin. Was dann in den frühen Morgenstunden im Haus der Familie Watts geschieht, weiß nur Chris. Und er wird es auch sehr lange für sich behalten. Ein paar Stunden später, um 9 Uhr vormittags, hat Shanann einen Arzttermin. Sie erscheint aber nicht und ihre Freundin Nicole Atkinson, dieselbe, die Shanann nachts zu Hause abgesetzt hat, versucht sie zu erreichen. Nachdem ihr das mehrere Stunden lang nicht gelungen ist, ruft sie die Polizei. Sie und ihr Sohn treffen den Officer beim Haus der Familie Watts. Es ist 13.48 Uhr. How you guys doing? What's that? Do you remember me? Yeah. How you been? Hi. You're Nicole? Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend. Right. And I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well. And she had a doctor's appointment this morning at 9:00 and I told her to let me know if she needed me to take her. She's got two little girls. And she was very distraught over the weekend, wasn't eating normally or drinking, and we kept trying to force it on her because she's pregnant. Mm-hmm. Her husband and her supposedly are separating, but she didn't know this. She thought they were just having issues. He disclosed that to me today. Okay. Because I called him and I was like, have you talked or heard from Shanann since she left for work this morning? Because I can't get a hold of her. I've called, I've texted. Her car's in the garage. Her shoes she wears every single day are by the front door. She only has one vehicle? No, they only have the one vehicle and a work truck. Okay, that's what I'm asking. She there's not a... She girls and went on a play date, but they're 4 and 2. She went on a play date. Why wouldn't she take in a car? They're both in car seats. She had a doctor's appointment this morning at 9:00 and she didn't go to the doctor's appointment. Okay. No answer on the phone. Husband's on his way. Supposedly, but he said that 30 minutes ago when I called him again and he said he was 45 minutes out still. And I know the code to the door. You do? I do, but there's an A on it. There's a... No, it'll... You can press it. We can do it. There's a... They have the thing flipped up here. Oh. What about the garage door? I don't know. Is there... do you mind calling him and seeing if we can get a passcode to this and get my permit, get me permission to go in? Okay. I'm just going to check the back, see if I can see anything. Unless you see signs of... Yep, I've got to have more unless I get consent from him to go in. And if you don't, you can enter. Because it could be grandparents came and picked him up. You know, it could be a lot of things. She left her phone, her phone's dead. And it doesn't change anything, you're pregnant? No, I mean... It's
different rules, but they're all about the same. Yeah, you've got your 4th Amendment rights to the house. Yep. I can't violate that. That's why. No, not. I mean, if I saw her laying on the ground, something like that. You saw signs of a fight or anything. Kids were. I could get a hold of the kids. No, mom's not answering. Can't do much. I got nothing right now, though. How you doing? You seen your neighbors today? No. Okay. Oh, we're just trying to get a hold of her. Like she wasn't feeling too good and pregnant, and they were just concerned. No, I know he works in the oil field, but he's on certain days and off there. You didn't see her today, though, any outside or anything? Not at all. Okay. I know this wasn't front door. What? I'm talking about the garage door. What's Chris's phone number? They have the top lock. The one that they have on there, so CC can't escape. Chris's phone number is 910-309-1702. Okay. That was Chris, correct? Yeah. Okay. Hey, Chris, Officer Coonrod for the police department. Pretty good. So, do you have any idea where your wife is? Okay. Right. Well, my concern is her car's here. They're saying she is diabetic. I don't want her, if she's upstairs and can't respond. Okay. About how far out are you? Okay. All right. Thanks. Scott, how you doing? How's it going? So this is the only vehicle she would have? Only one that, yeah. She would drive? Okay. That's me. Yeah. The neighbors went and checked his camera and said that a white car drove away at 1. It was me, though. That was me. I dropped her off. That was the last action on my camera. Okay. That's throughout the whole day, or? Besides Chris leaving? Well, yeah. Can we go in the house? We can. I mean, that's up to him. It's his house. If you guys... Mind if I come in, Chris? Okay. Yeah. You checked upstairs? She's not there? No. I just want to make sure she's not passed out somewhere. Is she diabetic? She's not. You mind if I look around? Go ahead. Okay, thank you.
You're fine. Checking the house for consent. Down the phone. Oh. Well, shit. Any friends you know she would be hanging out with? I mean, I know, I guess her Amanda, her parents are out of state. Across country, North Carolina. Oh. Yeah, so that's not happening. Their blankie they sleep with, they don't leave anywhere without them. Good. Nothing else appears to be missing, though? Just no, stuff you'd take for a quick trip? Does she work? Yeah, she works from home. Oh, from home? She works, this is her lifeline. She doesn't ever black out or have seizures or anything like that? No, though. I mean, long time ago. She had a car wreck, and they believe that's what happened. But Emitrex is something she takes for a migraine. She took more Emitrex this last month than she ever had before, but that's just because she was in North Carolina with the humidity and everything like that. She was there for 6 weeks, and we got back Monday or Tuesday, and then she flew out to Arizona Friday morning, and then she got back last night about 2 a.m. Flight got delayed. She left about 11. She got here at 2. Okay. And I went to work this morning about 5:15, 5:30. What do you do? I work at oil and gas in Anadarko. What do you do for them? Operator. Oh. Long days then? Yeah, I'd definitely still be out there. Yeah. Yeah. It's always a long day, especially in that heat. There's no, off text messages. Unless can you look at your camera to see from your security system to see when she left? It's us who left out the front door. Because you told me that she went on a play date with the girls. And then that's what she told me. It didn't look like she went through and packed up bag or anything. This and all that on the bottom, so it'd be kind of hard to tell if she took a little bit, or it'd be easy to tell if she took a lot, but it's hard to tell if she took a little bit or not. Okay. She tell you anything about leaving, moving out? Not moving out. I mean, the last time I talked to her was this morning. She said she's going to take the kids to a friend's house, and that's where she was going to be. And then I've texted her today. I've never heard anything, but the car's
Car's here. Car's here. Unless somebody came and picked her up. But the people that I know, nobody's heard from her. Nobody's seen her. Right. Who do you guys bank with? Chase and USA. Definitely an odd one. Where does she normally go to? I mean, just like drive where like she would normally take the kids to school. People that I know that live down, Kristen lives down that way. I mean, that's the only people, only routes I know she really take. She go to their house frequently, or? And not much, but. Hey, I'm still talking to the officer right now. I will, definitely. Bye bye. Sorry about that. Tell them all. I mean, you think it's smart just to go just drive around and see if I mean. Yeah, probably not, because, I mean, you don't know what car she's in, where she's at. I mean, obviously, you're not going to see her car. It's here.